In diesem Video möchte ich Ihnen die Angriffsmöglichkeit ARP Spoofing erläutern. Dazu gucken wir uns zunächst mal die Situation in einem typischen lokalen Netzwerk an. Also Sie sehen, wir haben hier jetzt einen Nutzer, der ist mit einem Switch mit dem Router verbunden und der Router ermöglicht dann die Kommunikation hier mit dem Internet. Wie ich Ihnen jetzt hier sozusagen zeige, die Daten fließen hier erstmal zum Switch, dann zum Router und schließlich vom Router ins Internet. Also das bedeutet, dass bei diesem lokalen Netz dann die Daten nur gezielt dorthin fließen, wo sie hin sollen. Also bei Unicast-Rahmen, das heißt Rahmen, die dann nur an ein Ziel gehen sollen, gehen die gezielt dorthin und andere, die damit nichts zu tun haben, erhalten diese Rahmen nicht. Anders ist das bei Broadcast-Rahmen, insbesondere bei dem ARP-Protokoll. Diese sind im kompletten Netz sichtbar. Die Situation bei diesem geswitchten Netz ist also anders als bei Drahtlosnetzwerken und bei älteren Netzwerken, Festnetzen auf Basis von Bustopologien, wo jeder immer alle Daten erhalten hat dann, ne? Aus der Sicht des Angreifers ist die Situation jetzt halt nicht so schön. Denn der Angreifer möchte gerne irgendwelche Daten hier mitlesen und erfährt die Daten aber in dieser Art und Weise nicht. Der Angreifer möchte jetzt aber trotzdem weiterhin gerne die Daten mitlesen oder und die auch manipulieren können. Dadurch, um das machen zu können, schaltet sich der Angreifer als Man in the Middle hier in die Kommunikation ein und gibt sich dabei gegenüber dem Nutzer als Router aus und gegenüber dem Router als der Nutzer. Und so empfängt er die Daten. Und damit das nicht auffällt, dass er hier irgendwie abhört und manipuliert, leitet er die Daten dann auch jeweils weiter, sodass die nicht bei ihm verschwinden, sondern immer dann das eigentliche Ziel doch noch erreichen. Diese Möglichkeit, dass der Angreifer das doch jetzt hinkriegen kann, basiert auf einem Missbrauch des ARP-Protokolls. Das Address Resolution Protokoll dient ja dazu, die Beziehung herzustellen zwischen den IP-Adressen und den MAC-Adressen. Und in diesem Fall ist es jetzt so, dass hier in ARP Replies die MAC-Adresse des Angreifers enthalten ist und die IP-Adresse des Routers und Nutzers. Also Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen, werden hier verbreitet und als ARP Replies, also sprich als Antworten. Aber bei diesem Protokoll ist es so, dass es auch möglich ist, Antworten zu schicken, auch wenn die Fragen gar nicht gestellt wurden. Die Informationen, die falschen Informationen aus diesen ARP Replies werden dann in die ARP-Tabellen auf den Geräten aufgenommen und führen so zu falschen Einträgen, die dann schließlich zu falschen Auslieferungen im Netz führen. Also wenn hier etwas an die IP-Adresse des Routers oder an die IP-Adresse des Nutzers geschickt wird, dann wird das tatsächlich dann an die MAC-Adresse des Angreifers gesendet. Und wie schon erläutert, der Angreifer kann dann die Daten auslesen und sie weiterleiten. Jetzt will ich Ihnen den Ablauf von dem ARP-Spoofing noch einmal hier verdeutlichen. Also hier haben wir jetzt diesen Nutzer und der Nutzer, der soll jetzt halt falsche Informationen erhalten. Dadurch, um das hinzukriegen, sendet der Angreifer hier jetzt über den Switch einen ARP-Reply. Und bei diesem ARP-Reply, da ist jetzt enthalten die MAC-Adresse hier des Angreifers kombiniert mit der IP-Adresse des Routers. Damit wird das Endgerät des Nutzers dann einen falschen Zusammenhang hier lernen. Der Angreifer will jetzt die Kommunikation nicht nur in der Einrichtung mitverfolgen, sondern auch in der Gegenrichtung. Deswegen macht er das Gleiche nochmal in Richtung des Routers. Also hier wird auch eine ARP-Reply geschickt. Und diese ARP-Reply enthält nun eine falsche Zuordnung. Und zwar wird hiermit jetzt die IP-Adresse des Nutzers kombiniert angegeben mit der MAC-Adresse des Angreifers. Wenn diese beiden Manipulationen durchgeführt werden, dann bedeutet das zum einen, dass
ja, dass der Nutzer nun seine IP-Pakete, die er eigentlich an den Router schicken möchte, dass er die nun an das Endgerät des Angreifers sendet. Und im Gegenzug ist es so, dass der Router nun seine Daten, die er eigentlich an den Nutzer schicken will, auch an den Angreifer sendet und die dann entsprechend hierhin fließen. Also das kann man hier nochmal sehen, die Daten fließen sozusagen dann hierhin und nicht, wie sie eigentlich sein müssten, hierhin. Das passiert hier nicht mehr. Und der Angreifer leitet die Daten dann aber an das eigentliche Ziel weiter. Also sprich, am Ende läuft es so, wenn der Endnutzer hier etwas schickt, dann in Richtung Internet, dann gehen die Daten an den Angreifer, die gehen dann über den Switch wiederum an den Router und vom Router dann ins Internet. Kommt die Antwort aus dem Internet, dann kommt sie erst wieder an den Router, dann über den Switch zum Angreifer und schließlich vom Angreifer wieder an den Nutzer. Das heißt, ja, der Angreifer ist ständig hier in der Kommunikation mit drin. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, wie kann man sich gegenüber dem ARP-Spoofing schützen? Das erfordert eigentlich sozusagen das eigentliche Problem ist hier, dass die Authentizität dieser ARP-Replies nicht gegeben ist. Sie werden ja vom falschen Absender geschickt und eigentlich müsste man das so kombinieren, dass man irgendwie überwachen könnte, dass die wirklich von dem legitimen Absender hier kommen dann. Ne? Und das ist aber hier nicht gegeben. Das Opfer kann also nicht erkennen, dass es hier falsche ARP-Replies erhält. Was man machen könnte, ist, dass man auf dem Switch die Dinge kontrolliert, die ARP-Replies hier überprüft und insbesondere, wenn man feststellt, dass bei mehreren IP-Adressen angeblich die gleiche MAC-Adresse da erreicht werden soll oder dazugeordnet wird, dass dann hier etwas nicht stimmt. Insgesamt muss man nochmal sich vergegenwärtigen, dieser Angriff ist ein Angriff in lokalen Netzwerken. Das heißt, er funktioniert nur dann, wenn der Angreifer hier sich auch in dem lokalen Netz befindet, entweder hier irgendwie zugelassen ist oder es geschafft hat, durch eine andere Methode eines der Geräte im internen Netz zu übernehmen.